Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir für euch. Für diese Jacke benötigt ihr zuallererst euren Brustumfang und mehr nicht. Wie immer gehe ich hier von Größe 36, 38 aus und habe da immer einen Brustumfang von 100, ganz leicht. Normalerweise bei Pullover, Polunder, teile ich die 100 dann durch 2 für Vorder- und Rückteil. Diese Jacke habe ich recht einfach gehalten. Die wird zum Großteil in einem durchgehäkelt. Und daher benötigt ihr nur euren Brustumfang. Also einmal hier komplett herummessen und das war's. Im Anschluss zeige ich euch gleich das Muster, was ich verwende, auf einem kleinen Stück, da ich euch einen Meter schlecht in die Kamera halten kann. Also werdet ihr euch da ungefähr den Musterverlauf anschauen. Dafür benötigt ihr generell eine Maschenanzahl teilbar durch 4, da die Knospe 2 Maschen benötigt und 2 nochmal für die halben Stäbchen. Seht ihr aber gleich nochmal. Das heißt, ich werde eine Luftmaschenkette auf 1 Meter anschlagen, ihr dann dementsprechend eures Brustumfangs. Und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 4 sein. Danach häkelt ihr, wir beginnen unten, Reihe für Reihe so hoch, einfach gerade, links und rechts, eine Riesenfläche, bis ihr ungefähr hier unterm Ärmel angekommen seid. Und dann werden wir uns das Ganze unterteilen. Also im Endeffekt werden wir jetzt erstmal ein Rechteck häkeln. So, was eine Länge in meinem Fall von 100 hat. Und eine Höhe vermutlich so um die 40 cm. Und mehr ist es auch nicht. Also, viel Spaß beim folgenden Muster, was ich jetzt einblenden werde. Und dann sehen wir uns zum Rechteck wieder. Und zwar benötigt ihr für dieses Muster eine Maschenanzahl teilbar durch 2. Als Grundlage werde ich mir als allererstes eine Kette häkeln aus festen Maschen. Ihr könnt eine ganz normale Luftmaschenkette machen oder aber ihr macht 2 Luftmaschen, geht in die erste zurück, holt den Faden durch, zieht beide Laschen auf gleicher Höhe durch eine Schlaufe und durch 2. Dann habt ihr hier schon mal eure erste Masche. Und hier unten hat sich auch eine Masche gebildet. Dort stecht ihr dann wieder ein, holt den Faden durch, zieht beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Also erstmal den Boden für die Masche häkeln und dann die Masche selbst. Dann wieder hier in die nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, beide Schlaufen auf gleicher Höhe, durch eine und durch 2. Und so häkelt ihr die Kette so lang, wie ihr sie benötigt. Ich werde euch, um das Muster euch rüberzubringen, 12 Maschen häkeln. Uiuiui, komm Schlaufen. Dann zeige ich euch das eigentliche Muster. Dann fangen wir an, indem wir 2 Wendeluftmaschen häkeln, einen Umschlag, die erste Masche freilassen und in die zweite einstechen. Ich zoome das mal ein bisschen ran. Also 2 Wendeluftmaschen. Die
erste freilassen, einen Umschlag und in die zweite einstechen. Faden holen, durchziehen, hochziehen auf gleiche Höhe wie die zwei Luftmaschen. Noch ein Umschlag, gleiche Masche einstechen, hochziehen und einen dritten Umschlag einstechen, Faden holen, hochziehen. Nun holt ihr den Faden durch, alle Laschen hindurch. Dadurch bildet sich hier schon die erste Masche, und zwar die für die freigelassene Masche. Und dann müsst ihr das Ganze noch mit einer Masche schließen und somit habt ihr zwei. Dann mache ich einen Umschlag und häkel in die nächsten beiden Maschen jeweils ein halbes Stäbchen. Also hier lasse ich keine Masche frei. Dann wieder einen Umschlag, eine Masche freilassen für die Knospe. Einstechen, Faden holen, hochziehen. Einstechen, Faden holen, hochziehen. Und einen Umschlag, einstechen, hochziehen. Dann ziehen wir wieder den Faden durch alle Laschen hindurch und bilden somit die erste Masche für die freigelassene und schließen das Ganze mit einer Masche mehr. Und trägt im Anschluss wieder in die nächste Masche ein halbes Stäbchen und in die nächste Masche ein halbes Stäbchen. Jetzt wieder ein Umschlag, eine Masche freilassen, einstechen, Faden und hochziehen, einen Umschlag, einstechen, Faden und hochziehen und wieder einen Umschlag, einstechen, Faden und hochziehen. Ihr könnt das Ganze auch natürlich mit 4 Umschlägen machen oder mit 5, je nachdem wie dick die Knospe werden soll. Und zum Schluss der Reihe häkle ich wieder 2 halbe Stäbchen. So. Und dann ist schon mal unsere erste Reihe fertig. Reihe 2, 2 Wände Luftmaschen. Nun versetze ich das Muster, indem ich hier über die 2 halben Stäbchen diesmal die Knospe setze und über die Knospe der Vorreihe die halben Stäbchen setze. Auch hier beginne ich wieder, indem ich die erste Masche freilasse, einen Umschlag in die zweite Masche einsteche, Faden hole, hochziehe, ein Umschlag, gleiche Masche, Faden holen, hochziehen und noch einen Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Danach den Faden durch alle komplett hindurch. Dadurch haben wir hier schon wieder unsere erste Masche. So. Und dann nochmal eine Masche, um das Ganze zu schließen. Direkt im Anschluss hier in die nächste Masche ein halbes Stäbchen. Und in die nächste ein halbes Stäbchen, einen Umschlag, eine Masche freilassen, in die nächste, Faden und hochziehen, einen Umschlag, Faden und hochziehen und nochmal einen Umschlag, Faden und hochziehen. Den Faden durch alle Laschen hindurch für die erste Masche. Das ist die, die wir wieder freigelassen haben und die Knospe mit einer Masche schließen. Direkt wieder am Anschluss die 2 halben Stäbchen je Masche. Einen Umschlag, eine Masche freilassen und in die nächste wieder 3 Laschen. Faden holen, hochziehen, Umschlag, Faden holen, hochziehen. Und Umschlag, Faden holen, hochziehen. Durch alle Laschen hindurch für die erste Masche, die wir hier freigelassen haben, und eine zum Schließen. Und hier häkel ich dann wieder in die letzten beiden Maschen die halben Stäbchen.
Und jetzt zeige ich euch noch einmal die dritte Reihe. Zwei Wendeluftmaschen. Und jetzt will ich auch hier wieder direkt die Knospe am Anfang setzen, über die halben Stäbchen der Vorreihe. Einen Umschlag, eine Masche freilassen. Einstechen, Fadenholen, hochziehen. Einstechen, Fadenholen, hochziehen. Und einstechen, Fadenholen, hochziehen. Alles gemeinsam abmaschen. Das ist direkt eure erste Masche. Da setzen wir auch dann den Marker. Im Anschluss wieder die halben Stäbchen. So. Und jetzt wieder eine Knospe. Ihr könnt im Übrigen auch die Knospe in die erste Masche häkeln und dafür die zweite freilassen. Das Prinzip ist das gleiche. Nur die erste Lasche, die sich dann bildet, ist dann die für die Knospe und dann müsst ihr noch eine zweite zusätzliche für die freigelassene. Die Knospe braucht grundsätzlich zwei Maschen. Also lasse ich wieder eine frei, steche ein, Fadenholen hochziehen. Einstechen, Fadenholen hochziehen und ein drittes Mal einstechen, Fadenholen hochziehen. Durch alle Laschen hindurch und mit einer Masche schließen. Und wie ihr seht, ist das Muster gar nicht so schwer. Sieht aber richtig schick aus. Eine freilassen. Wieder die drei Schlaufen. Alle gemeinsam abmaschen und mit einer schließen. Und das Muster ist sehr gut geeignet für Pullover, für Schals, das kann man eigentlich für alles Mögliche nutzen, da es halt jetzt nicht zu luftig ist, aber auch nicht zu fest gehäkelt. Das ist ein schönes, simples Muster. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen. Falls euch das Ganze zu schnell ist, unten am Bildschirmrand ist ein Zahnrad, da könnt ihr auch die Sequenzen etwas langsamer stellen. Nach 52 Reihen und ca. 45 cm Höhe sieht das Ganze jetzt so aus. Ich bin jetzt bei oder kurz vor der letzten Farbpartie. Daher höre ich jetzt hier auf. So. Und teile mir die beiden Vorderteile, das Rückteil ein. Dafür habe ich, Moment, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 58, 52, 54, 56, 58 Maschen links und 58 Maschen rechts abgezählt und mir hier die Marker gesetzt. Da ich noch nicht ganz bei der vollen Farbe bin, habe ich den Faden jetzt hier abgeschnitten und beginne erstmal in der Mitte, damit, wenn ich den vollen Farbverlauf erreicht habe, damit die Seiten machen kann. Ich beginne auch hier wieder, wo der Marker ist, also in der Masche des Markers. Und orientiere mich wieder an dem Musterverlauf. Hier hatte ich dann jetzt eine Knospe, also mache ich noch mal ein halbes Stäbchen. Dann mache ich jetzt hier wieder eine Knospe. Und dann wieder meine zwei halben Stäbchen in dem Rhythmus, wie ich auch die anderen Reihen gehäkelt habe. Es war so, dass ich immer über der letzten Knospe der Vorreihe mein halbes Stäbchen setze. So.
Den Rücken häkel ich jetzt 22 cm hoch, einfach gerade hoch, ohne Abnahmen, ohne Zunahmen, einfach ganz unspektakulär nach oben. Und wenn ich 22 cm erreicht habe, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück. So sieht das Rückteil aus. Einfach gerade hoch gehäkelt, 22 rein und sind circa 20-21 cm Höhe. Und das reicht. Danach habe ich schon mal eine der beiden vorderen Hälften gehäkelt und das sieht dann so aus. Dabei bin ich hier am Ärmel gerade geblieben, 22 Reihen auch hoch und habe hier am äußeren Rand, wo wir nachher das Bündchen komplett herumhäkeln werden, immer in jeder Reihe eine Abnahme gemacht und dadurch diese leichte Schräge bekommen. Ich habe hier dann vom Rückteil aus nach außen angefangen zu häkeln. Und das gleiche mache ich jetzt auch noch auf der anderen Seite mit euch zusammen. So, und auf der anderen Seite hatte ich ja den Faden gekappt gehabt. Das war vom Hauptteil. Dort kann ich dann auch direkt wieder ansetzen. Also diese Seite häkel ich dann von außen nach innen zum Ärmel hin. Und die andere Seite, wie gesagt, habe ich vom Ärmel nach außen hin begonnen. So. Wichtig hierbei ist jetzt nur, dass wir schauen, dass wir zum einen in der Musterung bleiben, dass man das nicht auffällt, dass wir hier neu angesetzt haben. Und zum anderen brauchen wir jetzt als erstes direkt eine Abnahme. Wie ich schon erwähnt gerade, wir machen ab hier jetzt in jeder Reihe eine Abnahme, immer außen. Am Ärmel innen drin, das bleibt gerade. Also einen Umschlag einstechen, Faden holen, einstechen, Faden holen und alle gemeinsam abmaschen. Dann am besten hier wieder den Marker setzen. Bei Abnahmen ist es sowieso besser, einen Marker zu setzen, da sich die Maschen verdrehen könnten. Dann haben wir jetzt hier die Knospe, also werde ich hier ganz normal noch weiter mit halbem Stäbchen arbeiten. Und ab hier dann den Musterverlauf beginnen. Also eine freilassen, eine Knospe, dann wieder zwei halbe Stäbchen, eine freilassen, eine Knospe. Und so weiter und so fort. Und das jetzt erstmal bis zum Rückteil. Und hier am Ende die halben Stäbchen. Mache ich hier noch ein drittes rein. Dann kann ich mit zwei Wendeluftmaschen direkt beginnen. Drehen, eine Masche freilassen und hier dann. Quatsch, was erzähle ich da? Hier direkt mit dem Knospe beginnen. So. Und auch hier dann wieder im Rhythmus bleiben. Immer die zwei halben Stäbchen so häkeln, dass wir bei der Knospe enden. Und mehr ist das auch nicht.
Und am Ende der Reihe zeige ich euch nochmal eine Abnahme. Hier komme ich jetzt so aus, dass ich genau 2 Maschen übrig habe und diese häkel ich dann zusammen. Ganz normal. So. Dann wieder 2 Wendeluftmaschen. Auch hier wieder die erste und die zweite direkt zusammenhäkeln. Also eine Abnahme. Einen Marker setzen. Und nun schau dir, dass sie auch hier wieder im Rhythmus bleibt. Hier kann ich genau jetzt eine freilassen und in die zweite eine Knospe häkeln und habe wieder den Rhythmus der Musterreihen. So. Und das ist auch schon der ganze Spuk. Mehr ist das nicht eigentlich total einfach. Ihr müsst einfach nur darauf achten, wo die Knospen eigentlich sitzen. Schauen, dass ihr nach der Abnahme dann auch wieder die nächste richtig positioniert. Gegebenenfalls könnt ihr auch 3 halbe Stäbchen am Anfang häkeln. Das kommt natürlich noch besser aus, wenn ihr danach auf dem Rückweg seid. Dann habt ihr genau noch eine Knospe und ein Endstäbchen. Ja, und ansonsten heißt es jetzt immer Reihe für Reihe so weiter häkeln, innen am Ärmel gerade hoch, am äußeren Rand in jeder Reihe eine Abnahme, das 22 Reihen weit. Und wenn ihr soweit seid, sehen wir uns zum Endergebnis. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Häkeln, beim Rückteil und den beiden Seitenteilen. Und wir sehen uns später. Nachdem alles soweit fertig gehäkelt ist, lege ich mir nun das Vorderteil zusammen auf das Rückteil. Und ich persönlich habe mir hier 28 Maschen abgezählt und einen Marker gesetzt, sowohl am Rückteil als auch am Vorderteil. Und genau hier werde ich beide Teile zusammennähen. Also vom Rand bis zum Marker 28 Maschen. Und habe auch nur noch so einen kleinen Zipfel vorne über. Das gleiche auch auf der anderen Seite und somit habe ich dann einen Halsausschnitt von 15 cm. Wie das Vernähen funktioniert, brauche ich euch ja jetzt eigentlich nicht mehr zu zeigen. Wer so eine Jacke häkeln kann, der kann auch selbst vernähen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es an den Kragen geht. Spurt. Willkommen zurück. Jetzt ist der Punkt, wo ihr am besten die Weste einmal anzieht, weil noch ist es ja eine Weste, und schaut, wie viel Rand braucht ihr ungefähr. Es kann natürlich sein, dass sie euch super passt, weil ihr sagt, ihr befestigt sie nur mit einem schönen Jackenclip. Es kann aber auch sein, dass der ein oder andere sagt, ich möchte einen Knopf dran haben, Reißverschluss, wie auch immer. Das heißt, den Rand, den wir jetzt häkeln, wenn die Jacke perfekt ist, braucht ihr eigentlich nur noch einen dünnen Rand dran machen. Wenn ihr auf jeden Fall noch ein Stück braucht, dann könnt ihr euch jetzt auch suchen, ob ihr natürlich mit Reliefstäbchen ein Bündchen macht oder aber auch mit diesem Muster weiter fortführt. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wie schon vorhin erwähnt, beginne ich unten links und arbeite mich hoch um den Kragen herum und wieder runter. Dann wieder wenden und das Ganze zurück. Hin, zurück, bis das Ganze für euch weit genug ist. Ich bleibe bei der Farbe Peach oder Quarz, womit ich auch nachher die Ärmel mache. Vor allen Dingen hat man dann hier auch einen schönen Kontrast, finde ich auch ganz toll. Und habe mich hier für ein Bündchen entschieden, das in der gleichen Optik eigentlich weitergeht. So, kurz einfädeln. So. Jetzt haben wir hier immer die Schlaufen, wie ihr seht. Und dann werde ich hier, wo die größeren Löcher sind, jetzt immer die 2 halben Stäbchen reinhäkeln. Und hier, wo es dann etwas enger wird, mache ich dann meine erste Knospe.
Dann wieder hier, wo die Knospe quasi ist, mache ich jetzt wieder die halben Stäbchen. Und hier in der Reihe, wo die halben Stäbchen sind, mache ich jetzt wieder die Knospe. Also ganz easy kann man das ganz gleichmäßig verteilen, ohne dass es nachher gruselig aussieht. Denn die Abstände der Reihen sind auch immer gleich. Ich bleibe im Muster. Und daher sieht es dann auch schön gleichmäßig aus. So geht es jetzt, wie gesagt, den Kragen rauf und runter. Die nächsten Reihen kennt ihr ja allein schon hiervon. Da brauche ich euch eigentlich gar nichts mehr groß zeigen. Ach so, bevor ich es vergesse. Ihr könnt euch natürlich auch hier an diesem Punkt eine Zipfeljacke erstellen, indem ihr einfach unten am Rand, also hier, wo wir jetzt angefangen haben und auf der anderen Seite, immer eine Zunahme pro Reihe macht. Dadurch wird die Jacke hier länger und ihr bekommt eine schöne Zipfeljacke. Ich möchte halt diesmal einen geraden Schnitt haben, deswegen mache ich euch nochmal darauf aufmerksam. Kann jeder, wie er möchte, gestalten. Ist halt nur ein Tipp am Rande. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns eigentlich nur noch zum Endergebnis. Viel Spaß, viel Freude, bis gleich. Beginne ich unten im Achselbereich, dort wo wir eh schon die Nähte haben. So können wir uns am besten orientieren und fädel dann auch genau da ein. So. Und nun verteile ich das Ganze so, dass ich... Moment. Dass ich über der Knospe die halben Stäbchen auch wieder habe. So. Beziehungsweise ich kann hier eigentlich schon direkt mit den Abnahmen eigentlich auch beginnen. Umso besser ist es dann schon. Also einstechen, Faden holen. Einstechen, Faden holen und gemeinsam abmaschen. So, danach geht ihr hin und geht zwischen die beiden Knospen und häkelt eine Knospe. 1, 2 und 3. Dann über der Knospe wieder 2 halbe Stäbchen. Zwischen den Knospen eine Knospe. 1, 2. Und so verteilen wir jetzt erst einmal ringsherum unsere Maschen. Hier wieder über der Knospe 2 halbe Stäbchen und zwischen den beiden wieder eine Knospe. Und so verteilen wir jetzt das Ganze einmal ringsherum und dann sehen wir uns wieder, wenn ich auf der anderen Seite angekommen bin. Und am Ende der Reihe, na, müsst ihr aufpassen, dass ihr hier nicht zu viel häkelt, also hier hätte ich jetzt einen Maschenmarkierer für euch besser setzen sollen, zieht das Ganze hoch und schaut, ne, dass da nicht zu viel zwischengesetzt wird, noch eine Masche mehr als sonst, weil sonst hätte man sich hier die Abnahme sparen können. Und dann schließt ihr einfach mit einer Kettmasche. 2 Wände Luftmaschen. Drehen, auch wieder ganz wichtig, damit die Naht unterm Arm schön in der Mitte bleibt. Direkt hier unten, wo die Masche rauskommt. Auch wenn es ein bisschen zu eng ist. Einstechen, Faden holen. Und in die Knospe einstechen, Faden holen. Gemeinsam abmaschen. Das ist dann die Abnahme in diese Richtung. Marker setzen.
und dann wie gehabt immer zwischen den Knospen, also hier eine freilassen, wieder eine Knospe häkeln mit einer Masche schließen und die zwei halben Stäbchen, so dass ihr wieder das letzte halbe Stäbchen über die Knospe häkelt, also der gleiche Rhythmus wie im Hauptteil. Und diese Abnahmen macht ihr jetzt einfach 20 Reihen lang. Immer eine Abnahme am Anfang, mit einer Kettmasche die Runde schließen. Zieht euch das hier mal gerade, damit ihr nicht falsch schließt und noch hier womöglich wieder was zwischenhäkelt. Immer die Richtung wechseln, auch ganz wichtig, damit die Naht in der Mitte bleibt. Und dann zeige ich euch schon mal den fertigen Ärmel. So. Hier unterm Arm hatte ich angefangen und wie ihr seht, ist die Naht kaum sichtbar und vor allen Dingen schön in der Mitte. Machen wir das Ganze rein. So, mittig. Dadurch, dass ich dann 20 Reihen lang abgenommen habe, das wird ungefähr, sage ich jetzt mal, bis hier sein, hat der Arm dann für mich die perfekte Breite. Schaut selber, richtet euch jetzt nicht nach den 20 Reihen, weil es kann auch sein, dass es für den einen oder anderen dann zu eng wird. Womöglich könnt ihr da schon nach 10 Reihen oder nach 15 Reihen aufhören. Und danach, wenn der Arm breit genug ist für euch, einfach nur noch geradeaus. Da auch die Ärmellängen bei jedem unterschiedlich ausfallen oder unterschiedlich der Sitz sein sollte. Die einen mögen es, wenn es, sage ich mal, schon hier so über den Handflächen erst endet. Manche mögen es lieber am Handgelenk oder halt auch Dreiviertelärmel, wie auch immer. Da kann jeder jetzt den Ärmel gestalten, wie er möchte. Ich denke, wichtig war jetzt nur halt, wie ihr die Abnahmen macht und worauf ihr achten müsst. Ich werde jetzt noch den zweiten Arm häkeln und dann präsentiere ich euch eigentlich nur noch das Endergebnis, auch wie der Rand in der Mitte aussieht. Und dann seid ihr stolzer Besitzer einer schönen Häkeljacke. Und dann würde ich sagen, auf und bis gleich. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen. Lasst mir doch bitte eine Bewertung da, ich würde mich sehr freuen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr dies kostenlos tun. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Anleitung und bis zum nächsten Mal. Ciao!